Wir kommen zu dichten, Texte keimen, zu performen und zu reimen, zu erzählen und zu lesen. Offensiv ist unser Wesen. Marco Jonas Jahn und Martin Pause sind nicht nur Bühnenpoeten. Sie veranstalten auch selbst sogenannte Poetry Slams. Dort geben die Teilnehmer auf der Bühne eigene Texte zum Besten. Einfach damit eine Melodie entsteht, eine neue. Ich will Geisterfahrerin sein. Ich will mit 180 Stundenkilometern in die Gegenrichtung rasen und mich auf den 50 neben euch verbleibenden Zentimeter. Jetzt organisieren Marco und Markin den NRW-Slam. Und der wird in diesem Jahr in Mönchengladbach ausgetragen. Für mich als jemand, der in Gladbach lebt, ist das natürlich großartig, weil es halt auch so ein bisschen widerspiegelt, was sich halt generell in Gladbach in den letzten Jahren so getan hat, dass halt da einiges passiert ist kulturell. 40 Slammer aus NRW haben sich im Vorfeld qualifiziert. Ja, für den Club der lebenden Dichter aus Bochum tritt an Theresa Hahl. Für den Zeilensprung in Wermelskirchen, auch da gibt's Poetry Slam, tritt an Jay Nightwind. Für den Hammer Slam aus Hamm, wen wundert das, tritt an Luise Frenzel. Im September treten sie dann gegeneinander an, an verschiedenen Orten in der Vitusstadt. Und das Publikum wird zur Jury. Da brauchen Sie sich auch keine Sorgen machen, dass das ein knallharter Wettbewerb ist. Die Slammer untereinander sehen das alle sehr kollegial und locker. Und das geht denen mehr um den Spaß, ums Vergnügen, als darum, irgendwas Tolles zu gewinnen. Zu so einer großen Veranstaltung wie dem NRW-Slam gehört natürlich auch ein passendes Plakat. Mehrere Entwürfe wurden eingereicht. Die Wahl fiel auf die Grafikerin Ruth Zado. Juror Thomas Höps weiß ganz genau, warum er das Plakat ausgewählt hat. Es ist der Fisch. So ein guter Text hat immer was Geheimnisvolles. Und so ein Fisch, der nicht reden kann, aber eigentlich den Mund aufmacht, der erzählt einem ja Geheimnisse. Und deswegen fand ich dieses auch leicht Surreale insgesamt perfekt für diesen wunderbaren Poetry Slam. Ob mit Fisch oder ohne Fisch, die Gladbacher Poetry-Fans freuen sich auf den NRW-Slam. Da finde ich es gut für die Stadt, dass nochmal eine Art Großveranstaltung in dieser Form im Kulturbereich hier nochmal stattfinden kann. Weil Mönchengladbach Kulturveranstaltungen gebrauchen können wie diese. Ja, das ist super. Das ist für Gladbach toll und alle kommen hier hin und vieles los, ja. Karten für den NRW-Slam am 12. und 13. September gibt's übrigens in den Gladbacher Stadtbibliotheken. Schicken Bilder in die Köpfe, hauen verbal auf alle Knöpfe. So cool ist Poesie sonst nie, doch das ist Slam-Poetry.